Advantage Berlin, denn hier sind die Kleinen ganz groß. Die Tennisstars von morgen schlagen heute bei den Berlin Internationals auf. Und es war eine grandiose Woche, die wir erleben durften mit sensationellem Tennis. Und es freut mich natürlich auch, dass gerade in dieser Corona-Zeit die Kinder natürlich, also Jugendlichen muss man ja sagen, dass sie natürlich einen exzellenten Sport wieder ausüben konnten. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Erstmals wird das Turnier der Klasse TE14 beim SV Reinickendorf im Norden Berlins ausgetragen. Über eine Woche lang kämpften über 150 Sportlerinnen und Sportler, nicht älter als 14 Jahre, im Einzel und Doppel um den Sieg. Dabei kommen sie nicht nur aus dem Tennisverband Berlin-Brandenburg, sondern aus allen Teilen der Welt. Insgesamt hat es junge Talente aus 41 Nationen in die Hauptstadt gezogen. Ich war schon an einigen Orten in Deutschland, aber Berlin ist immer ein Besuch wert und normalerweise ist hier im Sommer auch schönes Wetter. Es gibt viele Fahrräder und Menschen. Es ist einfach eine wunderschöne Stadt. Danke an die Organisation, es war ein tolles Turnier. International bleibt es auch bei den Gewinnern. Im hart umkämpften Doppelfinale der Jungs setzten sich dabei Matei Todoran und Sergio Ursicu aus Rumänien mit 6:3, 2:6 und 11:9 im entscheidenden Match-Tiebreak gegen das Top-Duo aus Russland und Polen, Ilya Malcev und Gregor Semler durch. Das Einzel entschied Martin Doskozil aus Tschechien für sich. Er bezwang den Kasachen Sangar Nonanulu, der sich zuvor durch die Qualifikation gekämpft hatte, mit 6:2 und 6:2. Es war eine tolle Woche. Es gab ein paar Probleme mit dem Wetter, weil es angefangen hat zu regnen und wir in der Halle spielen mussten. Das hat es ein bisschen verkompliziert. Aber alles in allem war es das beste Turnier, das ich je gespielt habe. Bei den Mädchen ging der Sieg an Vladlena Maritunia und Xenia Smirnova aus Russland. Sie triumphierten mit 6:3 und 6:2 über Laura Samsonova und Julia Tirakova aus Tschechien. Ich freue mich darüber, wie ich gespielt habe. Ich freue mich darüber, wie ich das ganze Turnier gespielt habe und bin dementsprechend zufrieden mit dem Resultat. Smirnova hatte sich davor mit 6:4 und 6:2 gegen die letzte verbliebene Deutsche im Hauptfeld, Sonja Xenikova, durchsetzen können. Ich habe sehr gut angefangen. Ich habe auch immer gekämpft, aber meine Gegnerin war halt einfach besser. Sie hat halt weniger Fehler gemacht. Deshalb hat man diesen ein Jahr Unterschied gemerkt. Neben Sinikova gingen insgesamt 55 deutsche Spielerinnen und Spieler an den Start. Die Local Heroes Nastasia Nesterovic und Karatke waren beide abwesend. Während Nastasia eine Wildcard für ein ITF-Turnier in Bosnien-Herzegowina erhielt, in welchem sie das Viertelfinale erreichte, musste Karl verletzungsbedingt absagen. Dennoch geht eine erfolgreiche Turnierwoche zu Ende. Für Veranstalter, Schaulustige und Spielerinnen und Spieler, die einander näher gekommen sind, auf und neben dem Court. Zusammenzuführen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in der heutigen Phase auch. Und Tennis ist ein wunderbarer Sport, der das bietet. Die kämpfen miteinander, die Shake Hand danach ist immer gegeben. Also eine ganz tolle Sache. Aber auch für die Gastfamilien, die einige Spieler bei sich aufgenommen haben. Wir, die Familien, haben uns bislang nur telefonisch kennengelernt. Aber ich denke, dass sich daraus wirklich auch eine Freundschaft entwickeln wird. Auch nächstes Jahr werden die Berlin Internationals vom Tennisverband Berlin-Brandenburg beim SV Reinickendorf ausgetragen. Die Tennisgrößen von morgen sind erst am Anfang ihrer Reise und möglicherweise werden wir einige von ihnen ganz bald auch bei den ganz großen Turnieren wiedersehen.